Bei der letzten Teilaufgabe H geht es darum, damit das Relais einschaltet, muss die Spannung UR mindestens 7 Volt betragen. Ermitteln Sie grafisch den Grenzwert des Zuleitungswiderstands RL, bei dem das Relais gerade noch einschaltet. Geben Sie den zulässigen Bereich des Widerstands von RL hier als Ungleichung an. Also folgende Gegebenheit: Wir haben beide Schalter jetzt geschlossen. Die Spannung UR über dem Relais muss mindestens 7 Volt betragen. Was können wir daraus folgen? Das heißt, diese Spannung hier ist ja UDR. Wenn diese hier 7 Volt ist, dann muss diese mindestens 7,7 Volt sein, weil ja hier über die Diode 0,7 Volt abfällt. Das heißt, unser Arbeitspunkt, den wir mindestens benötigen, wäre, dass die Spannung UDR gleich 7,7 Volt ist und damit auch unsere Spannung UF gleich 7,7 Volt ist. Das heißt, wir befinden uns hier bei 5, 6, 7, hier wäre 8, dann muss 7,7 ungefähr hier sein. Das heißt, unser Arbeitspunkt muss genau hier drin liegen. Und das heißt, die Gerade legen wir durch diesen Arbeitspunkt hindurch. Und naja, wenn die Gerade, ich zeichne hier das nochmal, wenn die Gerade hier noch flacher wäre, hieße das ja, dass der Zuleitungswiderstand größer wird, dann wäre eben diese Bedingung nicht mehr erfüllt. Okay? Das heißt, wenn die Gerade flacher ist, dann würde dieser Widerstand hier wäre größer. Man kann das Ganze aber auch berechnen. Ist vielleicht noch ein bisschen einfacher. Der Grenzfall, den haben wir ja berechnet. Okay, gehen wir nochmal hier zurück. Wir wissen ja, dass diese Spannung hier, UF, von hier nach hier 7,7 Volt ist. Dann können wir natürlich auch diese Spannung hier UR berechnen. Und die ist ja nichts anderes als 12 Volt minus 7,7 Volt. Und welcher Strom fließt durch unsere Schaltung? Naja, das Ganze können wir wieder hier ablesen. Meines Erachtens ist da auch wieder ein Fehler mit drin. Der Strom, der ja durch den Widerstand hier durchfließt, da ist ja ebenfalls I0 und den können wir ja hier ablesen. Das heißt, wir können hier den Strom ablesen. Das ist hier irgendwas mit 4,2. I0 ist irgendwie 4,2 Ampere und dann hieße das im Umkehrschluss, dass der Widerstand hier, im schlimmsten Fall könnte der sein UR geteilt durch I0, also 12,7 Volt minus 7,7 Volt geteilt durch 4,2 Ampere. Eine kurze Ergänzung: In der Musterlösung steht hier irgendwas mit einem Strom von 6,5 Ampere. Meines Erachtens stimmt es nicht, weil der Strom I0, den kann ich ja hier ablesen. In meiner Arbeitspunktgerade kann ich 4,2 ablesen. Die Spannung habe ich auch richtig berechnet. Dann steht hier 4,3 Volt geteilt durch 4,2 Ampere. Und dann kommt ungefähr 1, naja, kann man eigentlich schon sagen, ein Ohm kommt hier raus und das stimmt wieder mit der Musterlösung überein.